Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich mache heute wieder eine kleine Servervorstellung. Wir gehen auf den Server Mein Malia. Kurze Info, ich war schon auf dem Server, denn man muss hier in der Lobby zum Anfang ein Sicherheitssystem, ganz einfach ein Passwort und eine Zahl eingeben, die einem auch auf dem Bildschirm angezeigt wird. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das gemacht. So, als erstes, es gibt, wie man sieht, eine Lobby, wo ich mir so denke, muss nicht unbedingt sein. Es ist weihnachtlich eingerichtet. Das Video wird jetzt gerade aktuell im Dezember aufgenommen. Wann ihr das seht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Vorneweg, es gibt sehr viele Spielmodis auf diesem Server. Dazu lese ich mal ganz kurz ein bisschen was vor. Und zwar, es gibt Bed Wars. Das sieht man da. Bed Wars. Es gibt Sky Wars. Es gibt also Solo Team Bed Wars. Es gibt Sky Wars. Es gibt einen Kreativserver. Es gibt einen Skyblock Server. Ein Prison Server. Ein Survival Lime Server. Und ein Survival Aqua Server. Alles interagierbar mit dem Kompass oder mit den NPCs. Dazu muss ich sagen, der Server kriegt von mir schon mal einen Stern. Weil er ein NPC-Plugin drauf hat, wo man mit den NPCs interagieren kann. Und das nicht mit... Alles klar. Und das nicht mit... so einem Netastar und sowas, was auch immer im Inventar macht. Und hier nur Armor-Stand stehen. So, diese zwei Sachen, bin ich ehrlich, wenn ihr den Server besuchen wollt, Link in der Videobeschreibung, IP in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch diese drei Sachen angucken, denn Solo, Team Bed Wars und Sky Wars ist nichts für mich, bin ich ganz ehrlich. PvP ist so, da bin ich eher so geteilter Meinung. Ich kann kämpfen, aber ich bin kein Profi. So, wir gucken uns als erstes den Kreativserver an. Okay, man ist instant im Game-Mode. Mystery World, White Click, Plot Mini, Server Tutorial. Vehicles? Ernsthaft? Es gibt Autos, Züge, Motorräder. Geil! Okay, der zweite Stern ist vergeben worden dafür. Plot Shop, Köpfe. Okay, hier die Lobby. Im Wüstenstyle gehalten, gefällt mir nicht. Aber dafür gibt es keinen Sternabzug, ganz im Gegenteil. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber mein Geschmack trifft es nicht. So, hier haben wir schon mal einen Plot. Plot 1.1 Mio MC, okay. Interessant ist auch immer, Leute tun sich so ein Plot Claim und bauen einfach mal nichts. Das gehört Martha 1511, was auch immer hier das darstellen soll, es gefällt mir nicht. Was ist das bitteschön? Und warum? Ich glaube, hier wurde mit World Edit gearbeitet. Ach, hier soll ein Haus entstehen, interessant. Ja. Der Server, der Kreativserver, für mich persönlich ist das mein Favorit, weil hier kann man sich kreativ auslassen ohne Ende. Das ist Schwachsinn dort, Machero, wenn du das Video siehst und ein Deutscher bist. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Hier ist ein... Oh, das ist ein Vehikel. Lol, sieht schon mal geil aus.
Ja, Leute, die sich so ein Plot claimen, sollten auch was Ordentliches zustande bringen. Zum Beispiel sowas hier, was aber definitiv auch noch nicht fertig ist. Oder, holy, sowas. Also das sieht jetzt schon mal richtig, richtig geil aus. Top. Einfach top. Also Kreativserver ist immer was für mich, da ich sehr gerne baue. So, dafür kriegt der Server einen weiteren Stern. Wir gehen ganz kurz zurück zur Lobby und schauen uns das nächste an. Und warum? Wo waren wir denn jetzt? Kreativ. So, wir gucken uns mal Skyblock an. Lobbytechnisch gesehen sieht sehr gut aus. Wieder NPCs, mit denen man interagieren kann. Das wollte ich jetzt nicht machen. Genau. Danke. Hallo? Nein, ich will das nicht. Open in Island War. Hallo? Ich werde hier gerade hin und her tippen für das Tutorial. Es tut mir leid. Ich wollte das, wie gesagt, nicht anklicken. Aber wieder NPCs, mit denen man interagieren kann. Man könnte aber das Aussehen verändern. Aktuell, man kann von der 1.8 bis zur 1.16 spielen. Was willst denn du? So, Gameplay. Starden Island with Island. Was will ich denn damit? Behalte deinen Scheiß. Start a shop or XP farm sell items and finish missions to earn money. Jetzt habe ich dir meine Schaufel zugeworfen. Egal. Become first in the island stop. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall. Gibt es wieder einen Stern extra auf meiner Bewertungsliste, denn das sieht man nicht überall, dass die Commands so aufgelistet sind. Slash island create your visit your own island. War, Visit Player, Kick Player, Set Warp Open, sehr nice. Meine Enderkiste ist im Übrigen leer. Jetzt nicht mehr. Was hat denn der Bogen? Naja. Team Commands, sehr nice. Was steht hier? Rules. Okay, die Regeln. Ihr wisst ja, ich bin nicht so gut mit der englischen Sprache. Kurz Pause drücken und selber durchlesen. Chest Shop Tutorial, das ist auch wieder richtig top, dass man das hier so sieht. Sieht man auch nicht auf jedem Server. Hier kann man sich alle Enchantments angucken mit dem Befehl. Es gibt einen Custom Enchanter, Tinkerer, der ist für Waffen bestimmt. Alchemist. Top, also die Lobby gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rum, ob wir ein bisschen rumtricksen können. Aber anscheinend geht das nicht. Es scheint eine einzige Insel zu sein. Ja, sehr gut. Bautechnisch gesehen, das hätte man viel besser ausschmücken können, bin ich ehrlich. Es ist ja meine Einschätzung, wie ich den Server einschätze und so weiter. Das hätte man viel besser machen können. So, aber nichtsdestotrotz, top Server bis jetzt. So, wir gucken uns jetzt Prison an. Wo bist du für einer? Click to start mining. Nein. Enchantments. Nein. Warum das auch immer hier ist. Was? Oh lol. Cool, damit niemand an die Öfen geht, man kann wohl die Öfen benutzen, und damit niemand rangeht, fährt dann hier ein Pisten hoch. Wow, das ist, geil. So, Entschuldigung. Shop, Auktion, oh, top. Top, top, top. Also, das gefällt mir richtig gut.
Wir sehen es gerade, Preis. Du willst mich doch ver... Efficiency 11? Efficiency 24? Okay. Wir sehen, Explosiv, Efficiency 11, Acquisitive, Mending, Fortune, Lucky Mining, Unbreaking 11, Boomerang, Haste 2. Es scheint wohl auch ein extrem hardcore geiles Verzauberungssystem zu geben, wo man Verzauberung, Efficiency 25, wow, wo man Verzauberung draufknallen kann, wo ich mir so denke, warum? Schon wieder der. Sag mal, was willst du? NPCs hier alle wieder Standard-Villager, die könnte man echt anders aussehen lassen. Ne? Aber Auktionshaus und ein Shop gibt's, top. Also wieder ein weiterer Stern. Das soll wohl das Gefängnis darstellen. Ja. Ja, was kann ich dazu sagen? Sieht nicht schlecht aus. Muss, ja. Was machen die da unten? Ach, die sind frei. Ah, okay. Interessant. So, da geht's zur Info-Ecke. Keine Ahnung, für was das A steht. Public Minds. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz die Info-Ecke an. Rare Crate. What the fuck? Pickaxe Crate. Hallo? Block Crate. Mystical Crate. Wieso wirft er mich immer zurück? Auch hier die Regeln wieder per Bild Item Frame eingefügt. Richtig geil. Gameplay, Escape the Prison by Ranking Up, Start Mining Items at Warp A, Sell, bla 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 bla. Andere Features, Claim Your Own Plot with Plot Auto. Wieder ein Chest Tutorial, geil. Und Enchantments. Das wollen wir jetzt mal testen. Ne? Denn die haben es mir irgendwie angetan. Enchant, ja. Hab ich doch. Oder muss ich das groß schreiben? Ike, du sollst richtig schreiben. Nö. Auch groß nimmt er es nicht an. Warum auch immer. Auf jeden Fall. Ja, geil. Es sieht top aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, wir haben jetzt noch zwei Welten vor uns, die wir uns angucken wollen. Und zwar einmal die Survival IM. Set Homes, der Schweiz, Set Home. Okay. Es gibt auf jeden Fall, wie wir rechts sehen, ein Währungssystem. Ich habe $1,000 und habe Claim Blocks 500. Was das bedeutet, keine Ahnung. Oh. Danke. Ja. Ja, ich habe gerade hier einfach mal gratis Items gefunden. Die behalte ich jetzt natürlich auch. So, hier sehen wir es nochmal. Welcome to Mine Moria Survival. Wild TP. Daily Rewards. Infos wieder top. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Teleport to Wild Enchant. Quest. Okay, der Server hat mich. Extreme Quest, Treasure Relate Quest, Misc Relate Quest, Building, Combat, Farming, Mining, Teleport Wild, Gamble, Money Patch, Banker, Shop, Auktion, MC, MMO, ja. Was soll ich sagen? Der Server hat mich jetzt einfach. Das sieht richtig geil aus. Also. Top. Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren.
Wir packen hier mal ganz kurz alles in die Enderkiste, denn ja, das brauche ich momentan nicht. So, wir gehen in die Lobby zurück und gucken uns jetzt den letzten Server davon an. So, wir sind jetzt, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, an Aqua. Okay, Survival Aqua. Erstmal wieder alles aus der Hand legen. Brauche ich nicht. So, was gibt's hier? Welcome Survival Aqua. Das ist die Lobby von diesem Server. Generelle Infos, die Regeln, wieder NPCs, mit denen man interagieren kann. Das Einzige, was ich hier sagen muss, das Aussehen der NPCs muss geändert werden. Auktionshaus, Playshop, Shop. Okay. Was ich die ganze Zeit vergessen habe zu sagen, der Server ist Multikulti, also hier spielen Deutsche, Englische, Japanische, Russen, alles mögliche mit. Ja, wir gucken mal ganz kurz rein, ist wieder ein Einzelserver auf dem kompletten Server-Pack. Enchantments und Trading Rooms, okay. Überall steht ein Teleporter, das hat man auch nicht überall und... Ach, das ist so ein Trading-Raum. Ah. Schau an. Sicherheit geht vor. Interessant, interessant. Also, der Server von mir jetzt hierfür... Ja, es gibt wieder einen Stern. Also, es könnte schöner aussehen. Der Baum könnte größer sein. Viel, viel größer. Der hat eine Netherite-Rüstung an. Ja, what the fuck? Hi, kann ich dich... Arschlochpferd. Kann man hier... Ne, hier kann man nichts abbauen. Okay. Da hinten... Oh, hier ist ein bisschen was gebaut. Da müssen wir doch mal hin. Ja, was haben wir denn hier? Okay, hier ist alles angeebnet. Ja gut, das machen ja mache ich auch ab und zu, wenn ich was baue, spiele. Aber ja, das ist, muss nicht sein. So ein paar Höhen und Tiefen kann es ruhig geben. XP-Farm, okay. So ein paar Höhen und Tiefen wie hier kannst du ruhig geben. Da lässt sich doch richtig gut bauen. So, ja, hier hat man halt eine Default Map, wo man bauen kann. Gefällt mir, also das hat man nicht auf jedem Server. Meistens gibt es auf dem Server Flat Maps, wo man baut. Eine Farming-Welt, die... ja, vielleicht einmal im Jahr resettet wird bei wirklich großen Servern. Warum? Verstehe ich einfach nicht, aber ja gut. Bei dem hier wird der werden die Farmwelten, glaube, immer resettet, einmal im Monat. Ich könnte mir jetzt hier 500 Blöcke claimen und darauf bauen und da kann dann niemand mehr ran. Ja, auf jeden Fall interessant. Der Server gefällt mir einfach. Also ich habe an dem nichts auszusetzen. Diverse einzelne Teile, zwei Survival-Welten, eine Skyblock, eine Creative, dann halt hier diese Skywars und Bedwars-Dinger. Die Lobby an sich, ich hoffe, nach der Weihnachts- und Winterzeit verändert die sich ein bisschen. Der Server für meine, also das ist meine Meinung, der Server ist top, gefällt mir richtig, richtig gut. Hier lässt sich's aushalten. Ist ein Multikulti-Server.
Es sind nicht nur Deutsche hier drauf, es sind Amerikaner, Engländer, Russen, alles Mögliche ist hier drauf vertreten. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Link und Server-IP in der Videobeschreibung, wie immer. Und das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Schreibt mir Kommentare, ob ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, denn ich habe noch viele Server im Petto, die ich vorstelle, kleine, große. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.